Schade, dass man das hier mit Luna nicht auch machen kann, weil sie ist ja eigentlich ein schlauer Charakter. Nein, man braucht unbedingt jemanden, der ein Buch hat. Was soll das sein? Drinne aufhängen? Ach, für Lunas Brille. Und hier ist dann sicherlich was drin, um den Schülern Gefahr zu retten. Ich kann ihn noch einfach runterschubsen, den Tod. Ich stell mich hier auf die Kante. Kann ich nicht, unsichtbare Wand. Dann trete ich auf seine Hände, sodass er sich nicht mehr festhalten kann. Aber wir sind ja die Guten. Wir haben ja den Zwang, Leute zu retten. Aber hey, er gibt uns zumindest all sein Taschengeld dafür. All sein Taschengeld. Ja, Hermine hat Probleme. Ist das Harry? Harry im Anzug? In seinem Weihnachtsoutfit, wo er hier auf der Party seine Kleidung anhatte. Erstmal ein paar Fotos von Luna schießen. Ja. Ist das Wichtigste. Hermine, du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Du kannst es versuchen, aber es wird nicht klappen. Voldemort versucht auch die ganze Zeit vor Mrs. Cole wegzulaufen, aber sie findet ihn immer wieder. Das Leben hat seine Möglichkeiten, egal was für ein Schleicher man ist. Hat Artemus ja auch zu Garrett gesagt. Am Ende von Thief Gold. was musste ich jetzt machen? Ach, hier versteckst du dich. Versuch's mal mit dem Todesfluch, dann kannst du ihm vielleicht entkommen. Bist du zwar nach Azkaban eingeliefert, aber hey. Da ist Draco! Einfach uneingeladen! Hast du mir jetzt Slytherin-Wappen mitgebracht? Nein, warum nicht? Cormac im Anzug. Madame Rosmerta. Und Harry in seinem Weihnachtsoutfit. Wenigstens habe ich alle Charaktere und Schüler in Gefahr. Yay! Ich habe das Gefühl, wenn das so weitergeht, müssen wir echt. In jedes Level 2 mal reingehen. Oh Mann. So Schmach. Wieso renne ich ständig gegen diese Säule? So kann man auch Sachen hinauszögern. Luna. Ach, jetzt ist Voldemort wieder da. Okay.
Voldemort, Voldemort, Voldemort. Voldemort und die graue Dame. Dann gib mir mal Voldemort. Ich werde hier Angst und Schrecken verbreiten. Wie, ihr seid gegen den Todesfluch immun? Hallo? Hallo? Wo war denn der Müll jetzt? Das Quietsche-Entchen. Das Quietsche-Entchen. Quietsch, quietsch, quietsch. Quietsch, quietsch, quietsch. Finger weg von Jenny! Jetzt musst du Voldemort auch noch Kellner spielen. Bellatrix rettet die ganze Zeit Leute und Voldemort wird zum Kellner verfrachtet. Ich hatte niemanden mit Stärke, ne? Ja. Okay, hier ist dein Hut. Eine wunderschöne Symphonie. Nicht. Tisch räume ich nie nochmal ab. Vollständiges Hauswappen! Vielleicht solltest du Lunas gelbes Kleid benutzen. Ein Charakter und drei Wappen fehlen. Luna! Vielleicht ist das ihr Geheimnis. Und Voldemort ist wieder nicht da. Der kommt nur, wenn wir ein Level ein zweites Mal betreten. Ach, Kettermaul-Verkleidung, okay. Yaxley. Bist du einer der Bösen? Todesser-TV. Yay! Jetzt hat Voldemort auch noch seine eigene Fernsehshow. Und warum braucht er einen Nebenjob als Kellner? Ist wohl nicht sehr beliebt. Einschaltquote zu gering. Wer möchte sich schon Todesser-TV angucken? Gummienten. Ob Arthur mittlerweile herausgefunden hat, was die Funktionsweise einer Gummiente ist? Wahrscheinlich nicht. Selbst Wissenschaftler können das wahrscheinlich nicht erklären. Müssen wir mein Ding zum Apparieren. Repariere! Und die letzte Gummiente. Auch wenn wir Hufflepuff-Wappen schon hatten. Okay, du musst nicht repariert werden. Es muss nicht repariert werden. Argumenti?
oben. Ich hatte hier noch kein Argument hier, oder? Ist ein bisschen später, oder? Kann ich den Rest des Fernsehers auch noch zerstören? Fernseher! Nö. Nur auf Todesser-TV umschalten. Warum ist die Mütze wieder da? Ich hinterfrag's mal nicht. Wahrscheinlich, wenn ich es aufgehoben hätte, hätte ich irgendwas verbuggt mal wieder. Ach, Professor Lupin kann sich in Werwolf verwandeln, um zu buddeln. Schon von Professor Lupin. Ach, hier. Nee, hier war Mollys Charakter drin, nicht der Schüler in Gefahr. Habe ich überhaupt den Schüler in Gefahr? Ja. Und da kann ich Licht. Wo ist der mit dem Licht hin? Hier vorne. Ah, ich brauche mal deinen Sohn. Ja. Schwiegersohn, nein. Richtiger Sohn. Du hast nicht gesagt, ob du den biologischen Sohn willst, Chicken. Bill Weasley in seinem Hochzeitsanzug. Da, Luna. Und immer Fang. Fang! Wen habe ich dabei? Ach, Grindelwald in seinen alten Jahren. Ganz alt. Ganz alt. Luna! So, hohe Blume. Ventilatorpflanze. Als was auch immer du dich betitelt, gefühlt sein möchtest. Einmal aufmachen, bitte. Ach, hier ist meine Brille drin. Meine Brille! Eine wunderschöne Brille. Das hatte ich schon? Welchen starken Charakter hatte ich denn hier? War Lupin als Werwolf stark? Ah, weil das hatte ich schon, Molly. Erstmal das kleine Feuer löschen. Ich fühle mich nicht wohl in der Nähe von Feuer. Ja. Letztes Level im Halbblutprinzen. Letzter Abschnitt. Das war alles andere als schön. Einfach Gamebreaker gemacht.
man konnte nicht beim letzten Speicherpunkt anfangen, weil es sowas nicht gibt. Wurde ich gerade von einem Todesser attackiert? Hat mich nicht gerade jemand noch beschossen oder will mir schon wieder Sachen ein? Ja, los, Halluzination schicken. Affa, Weasley. Repariere das Rad. Oder geht das erst später? Erst später, okay. Dann löschen wir erstmal Feuer. Sorry, Luna. Sorry, but not sorry. Muss das auch gelöscht werden? Ich hatte niemanden, der da hochklettern konnte, ne? Ja. Und da drin ist der Ball. Der Ball. Das Basketball. Nächstes Feuer. Ach, Luna. Luna. Vorsicht, Mädel. Rutschig. Nicht mit Wasser zurückschlagen. Auch wenn das hier Feuerteufel sind. Die mein Haus in Flammen gesetzt haben. Ken Weiss hat ja auch ein Buch. Er ist böse, er kann mit Bücherregal interagieren. Okay. Kannst du da rein? Nein, bist du fett. Oh weh, Feng. Oh weh. Oh weh. Dann habe ich Hermine. Hermine, natürlich. Wenn du einmal nicht weiter weißt, dann benutze einfach Hermine. Ich hätte dann doch mit Fang rein können. Warte. Nee. Und jetzt Basketball unter extremen Bedingungen. Und damit meine ich die Hitze, ja. War hier noch ein Feuer? Wo musste ich eigentlich jetzt genau hin für weiter Weg? Das wäre, glaube ich, optional, ne? Affa! Ah, das war eigentlich optional. Hatte ich hier nicht den Schülern Gefahr bekommen? Bei den Karotten? Nee, hier ist Schülern Gefahr. Achso, da hat er sich vor den Todessern versteckt da oben. Und weil wir diese mit Karotten abgeschossen haben, sind sie geflohen.